auf Leverkusen folgt Bodenheim. Zum Abschluss der vierten Runde im Verbandspokal Südwest greift auch der Titelverteidiger, der SV Alemannia Waldalgesheim, in das Geschehen ein und muss auswärts beim VfB Bodenheim antreten. Kann die Elf von André Weingärtner dabei an die Erfolge der Vorsaison anknüpfen oder aber gelingt dem VfB Bodenheim unter Jockel Weins die Pokalüberraschung? FUPA ist wie immer für euch direkt am Geschehen. Zu Beginn der Partie war Bodenheim wacher. Die Gäste aus Waldalgesheim taten sich auf dem ungewohnten Untergrund zunächst sehr schwer. Ab der 10. Minute kam die Elf von André Weingärtner besser ins Spiel und kombinierte sich fortan immer häufiger in die Nähe des Bodenheimer Tores. Eine Schrecksekunde musste Gästecoach André Weingärtner kurz vor der Halbzeit verdauen, als VfB-Stürmer Norman Loos am Aluminium scheiterte. In den zweiten 45 Minuten waren die Gäste dann die spielbestimmende Mannschaft. In der 60. Minute war es dann auch soweit. Erik Wischang versenkte einen Freistoß unhaltbar ins Eck. Die Gäste drückten weiter, ehe erneut Erik Wischang zwei seiner Gegenspieler stehen ließ und den mitgelaufenen Axel Neumann zum 2:0 bediente. Die Bodenheimer allerdings gaben sich nicht auf und kamen durch Norman Loos in der 80. Minute noch einmal auf 1:2 heran. Am Ende gewinnt Waldalgesheim verdient eine zweikampfbetonte Partie und zieht damit in die fünfte Runde des Verbandspokals ein. Dort erwarten die Vorderhunsrücker den SV Gonsenheim. Wir haben heute wieder mal ein gutes, teilweise sogar sehr gutes Spiel gemacht gegen einen höchst engagierten Gegner. Aber das, was uns in den letzten Wochen immer schon so ein bisschen fehlt, ist, dass wir aus unserer Vielzahl an Torchancen einfach früher das Spiel entscheiden. Und das hat heute auch wieder zu lange dann teilweise gedauert. Erst im Laufe der zweiten Hälfte haben wir dann die zwei Tore gemacht, hätten in der ersten Halbzeit schon setzen müssen, hätten dann auch in der zweiten Halbzeit das dritte und vierte machen können. Und dann ist es immer so, dass es eng werden kann, wenn man die Vorentscheidung nicht erzielt. Wir freuen uns natürlich, dass wir weitergekommen sind. Das war das Wichtigste heute. Und das, was der Trainer alles gesagt hat, das passt ja schon soweit. Wir haben ein gutes Spiel gemacht eigentlich. Wir müssen, denke ich, auch früher das 3:0 nachlegen. Und dann machen wir es uns wieder schwer durch eine Unachtsamkeit, sage ich mal, hinten. Aber im Endeffekt ist es jetzt egal. Wir freuen uns jetzt auf die nächste Runde gegen Gonsenheim und dann wollen wir auch da eine Runde weiterkommen. Pokal muss ich jetzt nicht noch gegen Gonsenheim spielen. Also das wird dann irgendwann zwar auch Spaß machen hier. Und die haben wir ja auch schon geschlagen im Testspiel so. Da war in Augenhöhe. Das soll Waldalgesheim klären. Und man müsste ja dann auch mehrere Regionalligisten rauswerfen, rauskegeln, dass man dann irgendwann in diese begehrte Kiste kommt, die jetzt Waldalgesheim gerade durchlebt hat. Also das ist eine gute Truppe und der Weingärtner macht da einen guten Job, hat auch ein bisschen Unruhe drin. Alles in Ordnung. Ich wollte ein gutes Fußballspiel sehen, wollte meine Mannschaft sehen, dass sie kämpft, dass sie Leidenschaft an den Tag legt, dass sie in die Zweikämpfe kommt. Haben wir von Anfang an gezeigt und das war in Ordnung.